Vor einer halben Stunde ist die Trauerfeier für Johannes Heesters zu Ende gegangen. Ein langer Trauerzug begleitete den Sarg zu Heesters Grab auf dem Münchner Nordfriedhof. Die Witwe Simon Rethel und Heesters Töchter gaben ihrem verstorbenen Ehemann und Vater das letzte Geleit. Zuvor hatten Freunde und Angehörige bei einer Trauerfeier Abschied genommen. Eine Zeremonie, die wohl ganz nach Heesters Geschmack gewesen wäre. Weiße Tulpen schmückten seinen Sarg. Über 200 Wegbegleiter waren gekommen, um ihrem Jopi die letzte Ehre zu erweisen. In der Erinnerung wird er immer bei ihnen bleiben. Lebenslustig, singend, immer voller Lebensfreude, voller... Er wollte ja weiterleben. Er wollte ja 110 werden, in jedem Fall. Und dann wundere ich ihn. Das bewundere ich natürlich unendlich. Ich fand es unglaublich, dass jemand in dem Alter noch so eine Kraft hat und so eine Energie hat. Also auf der Bühne, da hat Jopi eine ganz tolle Ausstrahlung gehabt und hat sein Publikum geliebt. Heute war seine letzte große Vorstellung. Zur Trauerfeier spielte Johannes Heesters Konzertpianist Florian Fries seine alten Lieblingslieder. Die Angehörigen trauerten hinter verschlossenen Türen. So hatte es sich seine Familie gewünscht. Seine Witwe trauert um einen Jahrhundertschauspieler und um ihren Ehemann. Mit 108 Jahren ist Johannes Heesters gestorben und auf dem Münchner Friedhof beigesetzt worden. Er war eine imposante Erscheinung bis zuletzt. Jopi Heesters hat viele Menschen bewegt. Hunderte haben sich heute in die Kondolenzbücher eingetragen. So elegant war er jung, war richtig große Ausstrahlung. Und er konnte ja so viel, Schauspielern und singen, und der hat die ganzen München fasziniert. Besonders die Frauen, sagt man, ne? Aber Sie auch? Ja, ja, auch. Margot Fufu, Sie lassen mich vergessen. Graf Danilo war seine Paraderolle. Über 1600 Mal hat Heesters diesen Part in Lehas lustiger Witwe gespielt. Jopi war für mich immer was ganz Besonderes. Diese Disziplin, diese Lebensfreude. Vor allem seine Präsenz. Wenn er kam, dann war das ganze Studio mit seiner Aura ausgefüllt. Vor knapp 2 Monaten stand er noch auf der Bühne, schwerhörig und fast blind. Seine Stimme aber begeisterte das Publikum in der Komödie im Bayerischen Hof. Gut 1000 Menschen haben ihm heute im Münchner Nordfriedhof die letzte Ehre erwiesen. Heesters war am Weihnachtsabend mit 108 Jahren in einem Starnberger Krankenhaus gestorben. Seine beiden letzten Jahrzehnte hatte er mit seiner zweiten Frau verbracht. Die Schauspielerin Simone Rethel war 46 Jahre jünger als er und hatte ihn schon als Teenager umschwärmt. Es war ja immer auch seine Frau dabei, der er wirklich enorm viel zu verdanken hat. Ohne die, wie auch der Pfarrer Schreyöck das heute erzählt hat, er sicher nicht so alt geworden wäre. In der Taufe. Der Starnberger Pfarrer Konrad Schreieck war Johannes Heesters in den letzten Jahren sehr freundschaftlich verbunden. Vor den 200 geladenen Trauergästen sagte Schreieck, dass Heesters sich nie überschätzt habe. Der war nicht der Sonnyboy, als der dann als Danilo beispielsweise aufgetreten ist, das hat er gespielt. Im Grunde war er ein sehr ernsthafter Mensch. Das haben sie alles mitgenommen, weil meine Rolle da so ausgesucht wurde, dass ich immer solche Rolle spiele, der Bon Vivant. Bon Vivant im Leben bin ich nicht gewesen. Der gebürtige Holländer kam 1936 nach Deutschland. Seine zahllosen Erfolge im Film und auf der Bühne wurden nach dem Krieg von dem Vorwurf begleitet, Heesters habe sich mit den Nazis gemein gemacht. Trauerredner Thomas Goppel meint dagegen, dass er in den letzten Jahren auf viel Befragen immer wieder auch selber gesagt hat, die Tränen, die ich geweint habe, weil ich entdecke, wie schlimm damals die Zeit war, wie wenig ich reagiert habe, dann ist er manchem voraus, der ihm heute böse Fragen stellt. Politik war Heesters Sache nicht. Er hat für die Kunst gelebt und für sein Publikum, wie er selbst betonte.